ist das schön, mal wieder eine richtig einfach steuerbare Kamera zu haben. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück und dann mit Schwung, denke ich, rein. Oh, es ist so ein Segen. Die meisten Leute wissen gar nicht, was für ein Glück es ist, eine Kamera zu haben, die sich mit Rechtsklick einfach kompromisslos steuern lässt. Ich sag das jetzt, weil ich vorhin, beziehungsweise vor 2 Tagen oder so angefangen habe, wieder ein bisschen Guild Wars 2 zu spielen. Das habe ich auch ganz lange nicht angefasst. Und da habe ich irgendwie das Problem, dass ich meine kompletten Körperkräfte mobilisieren muss, um die rechte Maustaste so stark runterzudrücken, dass das Spiel auch wirklich darauf reagiert und mich die Kamera bewegen lässt. Und selbst dann funktioniert es nicht immer. Also es ist echt... Also es ist für mich echt die Hölle, in Guild Wars 2 irgendwo zu navigieren, wo ich öfter mal die Kamera drehen muss. Ich dachte zuerst, meine Maus ist vielleicht ein bisschen hinüber, aber es ist ja... Es ist ja sonst auch nirgendwo der Fall. Es ist nur bei Guild Wars 2 so. Und gerettet. Dabei. Oh nein, da zurück. Und wieder hüpfen und. Ich kann gerade gar nicht glauben, dass ich das irgendwie gemanagt habe da. Ja. Und schaffe ich das jetzt, dass ich im ersten Versuch. Tatsächlich. Hier gehe ich mal ganz schnell wieder runter. Sich da nicht richtig viel. Ist das jetzt ein Bug oder sowas? Oder soll ich den einfach nicht besiegen? Okay, na dann mache ich jetzt mal. Ich will hier weg, ich will einfach nur weg, ich will einfach nur weg. Ah.
Ich darf. Endlich darf ich. So, sonst nichts mehr. Ah, deswegen durfte ich nicht. Toll. Da muss die Kamera sich natürlich mitten im Sprung von mir entscheiden, dass die mal eben macht, whatever the fuck sie will. Because why the fuck not? Klar, natürlich. Ich dachte, ich könnte einfach mal so like Boss, ohne irgendwelche Zwischensprünge da die komischen Pilze hochspringen. Aber nein. Ganz blöde Idee. Ich spielte eine Rolle beim Untergang meiner Familie, aber ich habe das Feuer nicht ausgelöst. In Oxford wohnen keine Zentauren, ein gewisser Doktor schon. Ich habe ihn gesehen, ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. Ja. Wir kommen den Sachen langsam immer näher. Ich jetzt auf, mache ich weiter. Auch ein paar Minuten sind noch drin, denke ich. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Muss ich dazu irgendwas sagen? Sammelzähne für ein Waffen-Upgrade. Bin ja schon dabei, aber wie wäre es, wenn ihr mal euren Teil dieser Abmachung einhaltet und mir ein paar Upgrades dafür anbietet? Egal, scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Ihr könnt mit gar nichts. Ihr könnt mit gar nichts. Ja, was ist das hier? Ich werde gleich sowieso irgendwo wieder volle Lebensstufen kriegen. Das ist eine Grüne oder sonst was.
wäre es, wenn du vielleicht mal den Fokus wechselst. Egal, ich gehe noch weiter. Wohin ist die Frage? Wohin? Hm. Jetzt gucke ich aber blöd. Kann ich dann doch überspringen? Jo, kein Ding, kein Ding. Kein Ding, kein Ding. Ich kann da rüber springen. Ich kann da rüber springen. Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Was denn zum Beispiel? Den Abwasch machen. Oder Sandwiches. Das sieht ja mal interessant aus. Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Das steht da aber nicht. Nichtsahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zum Komplizen des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können. Und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Dummes Ratne, grässliche Kreatur. Mörder, du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie, mein Geist. Das ist ja widerlich. Der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung, deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Ey, nicht anfassen. Wie bitte? Du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Dafug? Arme Alice, meine Güte. Tja, shit happens. Nun mach ihn, komm schon, mach ihn. Obwohl. Wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss.